Yo Leute, Digga, was geht ab, der ehrenhafteste Ehrenmann ist mal wieder sowas von am Start. Und heute machen wir ein super geiles, super flex, ehrenhaftes, ehrenwertes MCOC-Video. Ich öffne mal wieder einen verfickten 6-Sterne-Kristall und wir hoffen, dass wir bessere Scheiße als sonst kriegen. Ganz klassischer Hase. Ich habe kein Video zu Omega Red rausgehauen, weil ich fand ihn nicht so schwer. Und ich habe da nichts gesehen, was da ein Video wert wäre. Longshot war eh nicht mal in dem schwereren Teil, er war im einfachen Teil da. Den kann man auch ganz easy besiegen. Wenn ihr welche Probleme habt, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, dann mache ich einfach kein Video dazu, weil der Hase ist bereits gelaufen. Also, wir haben gerade eben die neue Event-Mission abgeschlossen, haben uns einen 5-Sterne-Kristall verdient und einen 6-Sterne-Helden-Kristall. Wir openen den 6-Sterne-Kristall als zweites und jetzt grippen wir den 5-Sterne-Kristall raus und hoffen auf was Fendi-mäßiges. Digga, ja. Ich kaufe mir den Kristall für 11.000 nicht im Shop, weil er erst morgen kommt und ich habe Bock, jetzt Kristalle zu öffnen und ja, wir hoffen dann einfach auf ein Beyond-Tier. Gott-Tier, Champion. Yee, Motherfuckers, yee. Der 5-Sterne-Kristall ist eher der semi-flexende Kristall, weil er ist nicht so wichtig. Natürlich will ich natürlich auch extrem kranke Scheiße rausbekommen, aber der 6-Sterne-Kristall ist das, was grippt, Digga. Wir haben einen Thor Ragnarok bekommen. Kann man machen. Muss man definitiv nicht machen. Den muss man definitiv nicht machen. Aber es gibt schlechtere Champs. Der könnte mir in der Heimdame-Synergy sehr gut tun, weil er ein 5-Sterne-Kristall ist. Ich bräuchte nur noch den 5-Sterne-Heimdall oder den 6-Sterne-Heimdall, was natürlich sehr, sehr, sehr Fanny-mäßig wäre. Wir haben 4-Sterne- und 3-Sterne-Kristalle, die sind nicht so wichtig. Jawohl, den 3-Sterne können wir jetzt einfach so für den Flex aufmachen. Masaka bekommen, kann man machen. Juckt mich eigentlich ein Scheißdreck, weil es ein 3-Sterne ist. Aber jetzt kommt der Fendi-mäßige Kristall, Digga, ja. Ah, ein 6-Sterne-Kristall, oh mein Gott, Digga. Ich hasse diese Kristalle, weil ich bekomme eigentlich nur Scheiße raus. Ich habe nur einmal einen extrem geilen Champion bekommen, Captain America. Gibt es natürlich auch ein Video dazu, wie ich ihn auf Rang 2 mache. Gönnt ihn euch unbedingt. Und, Digga, ich will ein Beyond-God-Tier. Ein Beyond-God-Tier. Am besten ein Unawakened Beyond-God-Tier. Puh. Die anderen 6-Sterne-Kristalle waren nicht so krass, Alter, wirklich. Ich habe irgendwie nichts bekommen, wo ich bedenke, Superflex. Wirklich nichts bekommen, was ich irgendwie da denke. Ich brauche irgendwas, dass ich die Variantenmission ganz easy abschließen kann. Ich brauche irgendwas, dass ich Act 6 weiterkomme. Ich brauche einfach irgendetwas Krasses. Verfickt nochmal, Alter. Gib mir keine Scheiße. Er drippt und hält an. Ghost, ja, Ghost. Nein. Boom, bitch, yeah, motherfucker, yeah. Ja. Bitch, Digga. Ja, 6-Sterne Sentinel. Boom, in die Fresse, with gar keiner Message. Yee. Ein 6-Sterne Sentinel. Bada boom, bada bam. Der hat fast an der Captain Marvel gehalten, hat aber nicht den Flex gebracht. Boah, Alter Verwalter, Alter, Junge, Steuerverwalter. Falsches Raster. Es ist ein 6-Sterne. Yee. Perfekt. Der Bruder Flex gerade zu fandyhaft. Der ist gerade sowas von nötig gewesen. Boah, jawohl. Super Flex, perfekt, Alter. Den brauche ich. Für die Variantenmission. Warte, da fällt er einfach runter. Gott ist wichtiger. Perfekt. Für die Variantenmission kann ich ihn. Brauche ich ihn. Wirklich brauche ich ihn einfach. Er ist einfach zu krass. Er ist ebenfalls noch ein XL-Champion. Also, Digga, er drippt zu hart. Er drippt einfach zu hart.
Er hat mein Raster gerade so geflext, Digga. Aber mies geflext. Puh. Geil, geil. 6 Sterne Sentinel, bada boom, bada bang, yeah, ich brauche ihn einfach. Einfach krass, dass ich ihn einfach so auf Nacken von Marvel bekomme. Kabam, gönnt endlich mal, wir grainen ihn so hoch ab, wie wir gerade können. Beziehungsweise, ich glaube, wir drippen noch ein paar andere Scheiße rein. Krass, Alter, krass, wir haben endlich mal wieder was Gutes gezogen. Endlich mal wieder was Gutes, Digga, das kenne ich gar nicht. Das kenne ich gar nicht, diesen Flex, diesen Fanny Drip kenne ich gar nicht mehr, Alter. Dass man mal wieder was Stabiles bekommen hat, Alter. Ja, Alter, das ist Avara Superflex. Das ist ein richtiger Superflex, Digga, ja. Krass. Wirklich, wirklich krass. Oh, wir haben gar nicht so viele Stufe 5 Dinger. Das liegt wohl daran, dass wir die nie öffnen. Also keine 4-Sterne-Kristalle öffnen. Öffne ich extra nicht, weil die Stufe 1, ja, gar nicht mehr so viele. Ich öffne extra keine hellen Kristalle Stufe 4, weil ich bin jemand, der rankt nicht so oft seine Champions ab. Weil man braucht es nicht. Ich ranke nur Champions ab, die ich wirklich brauche für meinen Content, den ich abschließen will. Und deshalb habe ich oft das Problem, dass mein ISO abläuft. Und weil mein ISO abläuft, ist es. Das liegt daran, dass ich halt so viel habe, weil du kriegst pro Teil 20. Einfach 20. Und wenn du dann eine falsche Farbe hast, die du gar nicht brauchst, wirklich gar nicht brauchst, sind sie halt in deinem Item Store und irgendwann laufen sie ab. Und wenn du es dann brauchst, dann hast du sie nicht, ja. Und deswegen öffne ich meine 4-Sterne-Kristalle nur, wenn ich sie wirklich, wirklich, wirklich brauche. Und da wir einen Sentinel bekommen haben, öffne ich jetzt auf Superflex-Basis den Kristall und wir hoffen natürlich auf Techno-Champion. Komm. Techno, nein. Ah, fick die Mutter deines Vaters. Ich brauch dich nicht. Du bist sogar neu. Ah, ich brauch dich sowas von nicht. Nein, keine Eingänge übertragen, du Hurensohn. Ja, genau jetzt bekomme ich den nicht. Ja, aber Jungs, einfach viel zu krass, wir haben einen Sentinel bekommen. Komm, drippen wir 5 auf. Ein Techno, 2 Technos, perfekt. Und 1-1 für Sterne Scherben kann man definitiv machen. 48 Technos, je. Einfach nur Fendi Flex. Super ehrenhafter Flex, definitiv am Start, Alter. Sentinel, du kleiner Mutterficker. Digga, ich überlege sogar, ihn einfach auf Superflex-Ehre auf Rang 2 zu bringen. Aber ich glaube, dafür ist er noch nicht krass genug. Dafür bräuchte ich ihn halt wirklich als Duplikat. Und wenn ich ihn nicht als Duplikat habe, wäre das ein unehrenhafter Flex. Aber er wird mir auf jeden Fall eine neue, also nicht neue, in dieser einen Variant-Mission helfen. Ich glaube, das ist Variant 3. Und dann habe ich einen Kristall, mit dem ich jemanden auf Rang 5 bringen kann. Und wenn ich diesen Kristall habe, dann kann ich endlich jemanden auf Rang 5 bringen. Ich hoffe natürlich, dass es Nick Fury sein wird. Wenn ich dann Nick Fury auf Rang 5 gebracht habe, habe ich Nick Fury auf Rang 5 und das ist ziemlich geil. Oder irgendeinen anderen Champion, denn ich habe, glaube ich, von jeder Klasse einen Beyond God Tier als 5 Sterne. Und es drippt einfach. Ich hätte sogar die Basisentwickler Stufe 3. Techno-Entwickler kriege ich voll easy. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich habe 10 Alpha, 2, 10. Krasser Flex, krasser Fendi Flex.
Ja, Boys, das war natürlich dieses gotteswürdige Video. Und ihr gönnt natürlich auf Superflex, die meine ich. Polare Gegensätze, die werde ich auf jeden Fall jetzt bald auf 100% haben. Und Jungs, ihr gönnt ein Like, ihr abonniert, ihr empfiehlt weiter. Und der ehrenhafteste Ehrenmann, der beste YouTuber der verfickten Welt, ist mal wieder raus. Und bis zum nächsten Mal, Digga. Yeah.